Hallo und herzlich willkommen in meiner beliebten Zockerstube. Weiter geht es mit Outlast. In der letzten Folge sind wir ja in einer Nervenklinik aufgewacht, wieder einmal in einer Gummizelle. Und wir müssen uns jetzt hier irgendwo den Ausgang suchen. Da liegt schon mal eine Batterie. Wunderbar. Schauen wir mal, was da ist. Ja, genau, mussten wir hier rüber. So. Wir gehen mal weiter. Hier ist die Scheibe offen, da können wir rein. Wunderbar. So. Schauen wir mal, was hier ist. Hier ist nix. Mal laufen viele Leute rum. Hier ist noch eine Batterie. Wunderbar, jetzt haben wir schon mal eine Batterie. So, schauen wir mal, was hier abgeht. Hier unten ist eine große Hektik angesagt. Alles zu. Da liegt einer. Schlüsselkarte für die Duschen. Für die Duschen. Wo sind hier die Duschen? Oh, da ist einer. Wir kommen von da oben runter. Okay. Hier ging es natürlich nicht weiter. Alles zu. Okay, wir sollten in den Blutspuren folgen. Da sind die Duschen. Okay. Okay. Hier ist ein Radio. Es gewittert, so wie es anhört. Neues Ziel, entkomme durch die Duschen. Okay, dann müssen wir irgendwie versuchen, hier abzuhauen. Vielleicht kommen wir die Röhre da runterrutschen. Oder wahrscheinlich auch nicht. Okay, jetzt haben wir den schon mal abgeschüttelt. Da war nämlich einer gewesen.
ist zu. Natürlich ist er zu. Warum sollte er auch offen sein? Okay, hier werden sie gefoltert. Natürlich werden sie hier gefoltert. Ha, sieht man doch. Werden die Beine abgeschnitten und als Trophäe an die Wand gehangen. Wieder mal ein Dokument. Totenschein von Dr. Wernicke. Staat Colorado, bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Ja, ja. Gemeinde der Stadt Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in der Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat. 0 Jahre, 7 Monate Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländische Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht männlich, Farbe, Rasse weiß, ledig, verheiratet, bitte angeben, ledig. 20. Oktober 1918 geboren, Geburtsort Deutschland. Datum des Todes, 28. Februar 2009. Hiermit bestätige, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2013 bis 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt abends gesehen habe, bevor der Tod bereits am erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche, Echtheitszertifikate für eine korrekte Kopie des offiziellen, der offiziellen Urkunde. Okay, also Dr. Wernicke ist tot. Seit mehreren Jahren. Hier gibt's nichts, was ich gebrauchen könnte. So, jetzt gehen wir hier weiter. Die Tür ist zu, da muss ich bestimmt wieder einen Generator anmachen. Da drin, sicher da drinnen. Schauen wir mal da hinten in die Ecke rein, was da alles liegt. Lampe. Nichts Besonderes. Oh. Oh. Na komm her, Digga. Komm. Wie komme ich denn da raus? Ah, hier. Oh, ganz schlecht. Oh, was passiert mit mir? Was war das jetzt? Ich liege da auf Leichenteilen. Nimm die Kamera mit, nicht vergessen. Das war der Müllabfluss. Finde einen anderen Weg in die Dusche. Ja, immer mal nachladen hier, Batterien. Da liegt ein Kopf. Verpisse dich! Hau ab da, geh weg! Nein, das wird wieder hektisch hier. Hoppala. Inaktiv. Komm, durch da. Ach, quetsch dich durch. So. Geh einfach mal hier lang. Oh! Was ist mit dem denn? Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Mensch, Junge. Mach doch nicht sowas mit mir. So, jetzt sind wir wieder hier.
Und er weiß anscheinend nicht, wo er ist. So, gibt's hier was Besonderes? Nee, natürlich nicht. Ah, ist doof, dass man nur eine Kameralampe, ein Licht hat. Der kommt mir immer hinterher, was ist das für einer? Geh mal weg. Geh deinen eigenen Weg. Okay. C-Block, B-Block, wo müssen wir denn hin? Von da sind wir gekommen. Da geht's sicher nicht weiter. Ah, das war jetzt klar, dass es da nicht weitergeht. Jetzt oben lang. Nee. Ich kann dir leider nicht helfen, tut mir leid. Ich kann hier keinem helfen. Ihr seid alle am Ende, Leute. Ihr seid alle am Ende. Oh. Komm, wackel mit der Maus. Ich kann dir nicht helfen. Mein Gott, stehst doch. Super. So, jetzt müssen wir es aber schaffen, ha? Ja, genau so wollen wir das. Ja, schauen wir nochmal nach, was der da zu lesen hat. Nachruf von Dr. Wernicke. Alter 90 verstarb am 8. der Ausführung der Arbeit, die er liebte. Naja, wurde München. Nein. So, jetzt müssen wir hier einen Ausgang finden, wa, Freunde? Im Klo liegt nur Scheiße. So. Natürlich wieder inaktiv. Ach, hör auf. Die ist natürlich wieder zu. Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Da geht's hoch. Auf geht's nach oben. Jedenfalls sind wir schon mal im D-Block. Da müssen wir, wo wir hin müssen, wo die Duschen sind. What the fuck? Ach Gott. Das will der von mir. Geh weg. Er mag mich nicht. Oh. Da ist wieder einer. Nein. Wir sind verendet. Wir sind gestorben. Nein. Nein. So, gleich nochmal hier. Zack, zack, zack. Boah, ekelhaft hier. Oh, ist Loch.
So, jetzt sind wir schon mal weitergekommen. Gibt's hier wieder was rum? Nee. Ah, schau an. So, wir haben uns eine Notiz aufgeschrieben. So, jetzt sind wir hier in der Kanalisation anscheinend. Aber ob wir hier auch lang müssen, ist eine andere Frage. Aber ich gehe einfach mal, weil hier kann man ja lang gehen. Ich will ja einfach nur hier raus. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Ja, Freunde, wir sollen einen Weg finden aus der Kanalisation. Und das machen wir in der nächsten Folge. Abonniert meinen Kanal, besucht mich bei Facebook, edit mich bei Steam und Xfire und gebt mir Tipps und Games, die ich zocken soll. Und dann sehen wir uns ganz sicher beim nächsten Mal wieder. Bis dahin abschalten und ich sage und tschüss.